Hi ho meine Freunde, willkommen hier an der Anfield Road. Wir begrüßen Watford bei uns zu Gast und wir wollen ihnen keinen Sieg bereiten, denn wir sind auf Platz 6 abgerutscht, also nicht mal mehr international vertreten. Man United sogar noch schlechter auf Platz 9 und Watford ist noch ein ganzes Stück weiter unten auf Platz 15 und das müssen wir hier natürlich gewinnen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Chelsea ist schon auf Platz 1 mit 4 Punkten davongezogen. Das ist nicht gut. Deswegen spielen wir mal ein bisschen anderes System. 4-4-1-1 habe ich mir heute ausgesucht. Mit Eriksen auf dem linken Mittelfeld. Sturridge alleinige Spitze und Origi direkt hinter ihm. Ross Seiter gibt heute auch sein Debüt in dieser Saison. Ja, und dann spielen wir jetzt einfach mal so. Gerrard guckt nur zu. Die Abwehr bleibt komplett identisch. Lamela auf rechts. Also beide Außenspieler ein bisschen weiter außen und mit bisschen mehr Defensivarbeit. Oder ein bisschen weniger Offensivarbeit. Das ist jetzt Ansichtssache. Forrester. Ah ne, Forestieri, sorry. Und jetzt kommt der erste Ball. Ja, aber Hövedes ist schon da. Erster Tackle war schon ein Foul. Alaba macht das hier stark. Jetzt Kontermöglichkeit. Ah, zu weit, zu schnell, zu spitz für Sturridge. Forestieri, Watson, McGugan, gute Kombination jetzt, der Schuss ist dann aber kein Problem für Thomas Kraft. Oh, kann nicht mal schlecht, der Kopfball gibt aber trotzdem Abstoß. Lelien deckt gut hier los. Aber Eriksen startet erneut. Und Origi, guter Kopfball, aber Gomez hat den Ball. Oh, ich sehe schon, wer das Man of the Match wird. Der Torwart. So wie Nichols im letzten Spiel. Beim vorletzten Spiel. Unfassbar, was der Junge gehalten hat. Ist ja nicht mehr normal. Und deswegen ging das Spiel ja noch 2-2 aus gegen Wigan Athletic. Nur 2-2 in Anführungsstrichen. Origi jetzt. Origi. Den kann niemand stoppen. Origi. Wird dann doch gestoppt. Alberto Moreno. Zeit für die Flanke. Da kommt sie. Da ist aber niemand in der Mitte. Weiter Offensivpressing. Gut gesehen von Dini. McGugan kann einfach vorbeilaufen. Ganz schwach gemacht von Carvajal. Der muss da jetzt hinterher. Und holt sich den Ball. Beziehungsweise erzeugt einen Einwurf. Oh, böse gelegt worden hier, Ross Seiter. Taktisches Foul nennt man sowas, glaube ich, auch. Und müsste jetzt eigentlich die gelbe Karte geben. Und das gibt's natürlich auch. Sean Murray sieht hier die gelbe Karte. Verdient auf jeden Fall. Ross Seiter setzt hier gut ein. Murray.
Origi kommt zum Schuss, aber wird da gestoppt. Alles noch mit fairen Mitteln hier. Die erste Halbzeit ist auch schon bald wieder rum und steht immer noch 0-0. Das ist ein bisschen beängstigend. Die Abwehr macht einfach nur Scheiße. Was wird denn das hier? Hallo, Leute. Hallo, hallo, hallo. Mann, Mann, Mann. Höre das. Der muss es jetzt offensiv richten. Nein, er nimmt Sturridge mit und Sturridge startet durch. Sturridge startet durch. Kommt nicht mal zum Abschluss, kommt er eh. Sowas ist dann richtig scheiße. Ah. So Spiele, die man gewinnen muss, gewinnt man da nicht. Das ist dann richtig dumm. Und jetzt ist erstmal Pause hier. Immer noch 0-0. Ich bin richtig enttäuscht. Origi geht jetzt in die Sturmmitte. Eriksen direkt dahinter. Sturridge raus. Auf links kommt dann Lallana. Und dann lassen wir das jetzt erstmal so. Vielleicht kommt noch Iago Aspas in der zweiten Halbzeit. Mal schauen. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Eriksen erstmal sehr schöner Ballverlust hier. Watson. Patocchio. Forestieri. Sacco macht das sehr gut. Und Alaba verliert den Ball dann wieder. Viel zu einfach. Jetzt Origi geschickt. Origi. Wird einfach abgegrätscht. Es geht viel zu einfach. Ja, Mela mit der Flanke kommt bei niemandem an. Mein Gott. Jetzt Kontermöglichkeit. Forestieri. Muss warten, bis die Leute nachrücken. Origi. 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 Schade. Forestieri verlässt jetzt den Platz. Für Fabrini. Oh Mann, Watford macht, was sie wollen hier. Wir kommen nicht mal mehr aus der eigenen... Hallo, Leute! Macht mal was! Totale Offensive ist mir jetzt egal. Verdammt. Lallana, endlich mal. Jetzt kann es schnell nach vorne gehen. Lamela, 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 Tor. Endlich!
Foul gibt vielleicht noch die gelbe Karte. Nö. Endlich mal dieses erlösende 1-0. So wichtig. Aber darauf kann man sich natürlich nicht ausruhen. Origi, komm schon, Baby. Scheiße, verliert den Ball. Erik Lamela. Verdammt. Starke Kombination ist Dini und Kraft. Kontermöglichkeit. Scheitert schon an der Mittellinie. Oh je, Kontermöglichkeit im Gegenzug von Watford. Flanke auf den alleinstehenden Fabi. Wow. Alberto Moreno rettet zur Ecke. Jetzt, wenn es schnell geht, können wir den Deckel drauf machen. Was war das denn, Leute? Moreno. Lallana. Doppelpass mit Lallana hier. Lallana. Kommt nicht zum Abschluss. Schade. Origi bleibt hängen. Und da bleibt einer auf dem Platz liegen. Das interessiert Watford aber nicht. Jetzt Überzahlsituation. Gut gelöst. Rossite deckt hinten ab. Aber das ist hier noch nicht vorbei. Rossite rettet nochmal zur Ecke. Was für ein Spiel. Können wir nochmal gefährlich werden? Nee. War es das? Das war's. Wir gewinnen gegen Watford. 1-0. Ganz, ganz knappes Ding. Letztendlich bestimmt verdient. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber auf jeden Fall Erleichterung hier, dieses 1-0. Es ist komisch, diese Saison bis jetzt. Die treffen sollen, treffen nicht. Dafür macht Erik Lamela das Tor. Ich hoffe, dass Sturridge, Balotelli und Co. noch in Form finden. Ansonsten könnte das eine sehr, sehr schwierige Saison werden. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Spiel. Bis dann und tschüss.